Chefinspektor Bröckel, Sie sind für die Ausbildung der Schüler zuständig. Was ist aus Ihrer Sicht der forderndste Teil der Ausbildung? Der forderndste Teil der Ausbildung? Ja, zunächst einmal die positiv abgelegte Auswahlprüfung, wobei dort stellt sich immer wieder die Schwierigkeit heraus, dass die jungen Leute Probleme mit Rechtschreibung haben. Haben sie das dann absolviert, dann sind es natürlich während der Ausbildung insbesondere die Rechtsfächer, wie zum Beispiel Strafrecht, Verwaltungsrecht, aber auch die persönlichkeitsbildenden Materien, die bei uns zu tragen kommen, bilden ihre Schwierigkeiten, vor allem dann, wenn die Schüler das Erlernte dann im sogenannten Handlungstraining in die Praxis umsetzen müssen. Dieses Jahr sind von den Absolventen 14 weiblich von 30. Wird Polizei immer weiblicher? Das kann man durchaus so sagen. Die Polizei wird immer weiblicher. Es ist so, dass wir in den letzten 10, 12 Jahren ungefähr einen Anteil haben von ca. 40%. Also es ist steigend. Hat das auch Auswirkungen auf den Berufsalltag? Auswirkungen aus dem Berufsalltag, das ist jetzt schwierig abzuschätzen. Ich kann es nur beurteilen für den schulischen Alltag, und im schulischen Alltag, im Unterrichten selber, merkt man keinen Unterschied. Es wird auch nicht differenziert zwischen Männern und Frauen, was die Ausbildung betrifft. Polizeischülerin Michaela Schuchter, warum hast du dich für den Polizeidienst entschieden? Es ist einfach sozusagen kein normaler Beruf. Der Beruf bringt viel Abwechslung mit sich, und das ist das, was mich an dem Beruf gereizt hat. Das habe ich immer schon wollen, seit ich kleines Kind war. Ich habe mir immer schon gedacht, wenn sich mal die Möglichkeit ergibt, werde ich mich für den Exekutivdienst melden. Und dann bin ich ins Gastgewerbe gegangen, habe mir aber dann gedacht, besser wäre doch was anderes, und habe dann die Aufnahmeprüfung bestanden und wollte dann die Ausbildung hier beenden. Polizeischüler Norman Früh, was war aus deiner Sicht das Schwierigste an der Ausbildung? Eines der schwierigsten Themen ist bestimmt, dass es sehr abwechslungsreich ist, also sprich, dass man viel praktische Dinge macht, viel theoretische, und auch oft bei Seminaren dabei ist, wo man Dinge lernt und sieht, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Die viele Abwechslung ist aber gleichzeitig auch ein sehr großer Vorteil und sorgt dafür, dass die Schule spannend bleibt. Ich muss sagen, ich bin schon einige Male an meine Grenzen gekommen, aber jetzt im Nachhinein gesagt, traue ich mir einfach mehr zu wie am Anfang. Und ja, man hat vieles erlebt und vieles gesehen. Auf was freust du dich jetzt am meisten, wenn du jetzt den Dienst anfängst? Einfach mal letztendlich aus der Schule rauszukommen und ins Arbeitsleben sozusagen einzutreten und viele Sachen, die man sonst, wenn man nicht in dem Beruf ist, nicht zum Sachen kriegt. Wir haben ja schon 2 Monate Praktikum absolviert in der Ausbildung, und da konnten wir etwas hineinschnuppern, wie das im normalen Alltag so aussieht. Und mir hat das so sehr gut gefallen, und ich wollte eigentlich gar nicht mehr in die Schule zurückkommen. Und auf das freue ich mich jetzt eigentlich am meisten.